Freunde des guten Geschmacks, da bin ich wieder. Ich erzähle ja immer reichlich viel. Und ich habe euch ja auch erzählt, dass ich viel Glück hatte beim Gewinnen der Liquids. Da war Scavanz, Milkman, Dampfgold, Dekadent, recht coole Sachen. Nichtsdestotrotz möchte ich das auch mal irgendwie wiedergeben, was das so alles mit sich führt. Scavanz, tolle Serie, bestimmt ganz viel Arbeit gewesen, nicht mein Geschmack. Milkman von One Hit Wonder, der absolute Burner. Ja. Es gibt, glaube ich, neben meinem Zigarillos nichts Geileres bisher. Aber dann kam Dampfgold. Wirklich tolle Liquids, ich habe mir ja 10 Sorten aussuchen dürfen. Ein super Preis für deutsche Qualitätsliquids. Leider nicht mein Geschmack. Dann gewinne ich Dekadent Vape aus UK, England. Fast 6 Pfund eine Pulle, 10 Milliliter. Wahnsinnig teuer also. Was ist? Die kommen hier alle geknackt auf. Also alle Siegel sind gebrochen. Ich bin mit dem Händler, Hersteller in Kontakt, habe ihm die Batchnummer gesendet, Fotos gesendet. Aber hey, er sagte mir, ich habe da nichts gemacht. Die Idee von meiner Freundin war jetzt, ihm anzubieten, ich schicke sie dir zurück, guck doch mal, was mit passiert ist. Ja, ich wäre kein Dampfer, wenn ich nicht trotzdem 2 probiert hätte. Ne? Ich kann es einfach nicht lassen. Sie schmecken jetzt auch nicht irgendwie verseucht oder so. Nichtsdestotrotz ist ein ungutes Gefühl dabei. Deshalb möchte ich jetzt an dieser Stelle erstmal schon mal sagen, ich stelle euch natürlich One Hit Wonder vor, und zwar, was ist es, Rocketman? Heißt es Rocketman? Ja. Rocketman, genau. Und ich verlose einige Liquids, und zwar 5 Stück an der Zahl von Dampfgold. Wir haben also 3 Gewinner. Einer bekommt 2 Liquids, der zweite bekommt 2 Liquids und der dritte Preis bekommt 1 Liquid. Und wenn ihr möchtet, ich verspreche euch, ich war nicht mit einer Nadel drin oder sonst was, habe es nur rausgetröpfelt, teile ich die anderen 5 geöffneten Flaschen unter euch auf. Aber das müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr mir da vertraut und die haben wollt oder nicht. Also gibt es eigentlich 5 völlig geschlossene Liquids noch zu gewinnen und 5 Flaschen, wo 1,5 Milliliter raus sind. Das an dieser Stelle, und jetzt kommen wir zum nächsten Oberburner Rocketman von One Hit Wonder. Bis gleich. Ne? Damit ihr das nochmal seht. 5 zu, 5 leicht angebrochene, von Riptide bis Sahneberry, alles dabei. Ich mache da auch nicht groß rum. Ich suche die aus, blind, verspreche ich, ja. Es sei denn, ihr kennt Dampfgold, dampft die Sorte, dann könnt ihr mir auch euren Wunsch sagen. Mal gucken, vielleicht kann ich es ins Kommentarfeld reinschreiben, was ich alles habe. Also Freunde, das ist wieder für euch und macht euch drauf gefasst. Ein riesen Gewinnspiel, gesponsert bei Dr. Born, kommt auch noch, nachdem ich getestet habe. Also, Vape on, meine Freunde. Ihr seht, neues Hemd, neues Glück. Ne? Ich habe gestern aufhören müssen. Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Die gehören hier jetzt nicht hin. Ach, es passiert schon wieder so viel. Ich habe heute schon wieder so ein Video gesehen, aber das gehört hier jetzt nicht hin. Hier gehört hin One Hit Wonder Rocketman. Milkman, Muffinman, Rocketman, Mountainman, Policeman heißt es, glaube ich, und ja, noch irgendeins. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Also, ein Man jagt den anderen bei One Hit Wonder. Milkman, fabelhaft.
Muffin Man, recht angenehm und gut, ist natürlich Geschmackssache, auf seine Art und Weise auch was sehr Besonderes. Rocket Man, eigentlich mit die schlichteste Aufmachung von allen, ja, auch ganz klar und soll sein, habe ich es noch richtig auf dem Schirm, griechischer Joghurt mit einer Blaubeernote und Cerealien. Hört sich jetzt schon mal recht gut an. Ich meine, wer griechischen Joghurt kennt, der weiß, einer der fetthaltigsten Joghurts überhaupt. Griechischer Joghurt wird gerne mit Honig serviert, ja? Diese Mischung, die bringt so die besondere Cremigkeit nochmal. Das wisst ihr alle. Griechischer Joghurt pur, das können eigentlich nur Frauen essen, ja? Das ist so dieser pure Joghurtgeschmack, das ist so, ich glaube, für uns Männer, da, so allergische Reaktionen bekommen wir dann, ja, von diesem Geschmack. Da muss immer irgendwie Süße mit rein und was Mächtiges. Ja, Frauen können das. Blaubeeren, tja, die Blaubeeren, nicht frisch vom Strauch, mit Innenleben, perfekt. Blaubeeren mit diesen ganzen Körnern da drinne und so und wahrscheinlich noch eine harte Haut, ist jetzt auch nicht gerade lecker. Aber der Blaubeersaft schon wieder, phänomenal. Cerealien, ja, Cerealien verstehe ich immer so, dieses Freigut-Müsli, was du dir eigentlich nur abwiegen lassen kannst, also wo die Haferflocke noch einen Namen hat. Diese Cerealien, aber keine Kellogg's oder Smacks oder wie es halt so heißt, was wir uns so reinziehen, also wir Männer, ja. Hier haben sie aber irgendwie so eine europäische Linie mit reingebracht. Weder overpowered noch underpowered und du brauchst wirklich eine gewisse Zeit, um den echten Geschmack herauszufinden. Der Geruch ist Frucht pur, aber gleichzeitig, und das ist ganz, ganz krass, vor allem wenn du weißt, wenn du liest, was es sein soll, du riechst diesen griechischen Joghurt. Eigentlich riecht er gar nicht, aber er riecht und dann riechst du sogar, ja, Korn. Weiß nicht, ob Weizen oder Roggen. Du riechst das Korn. Also unglaublich, dieser Geruch. Wirklich unglaublich. Als ich es angefangen habe zu dampfen, das war vor 2 Tagen, die ersten paar Züge wollte ich gleich wieder aufhören. Ist ja gar nichts. Weil da kam das Highlight Milkman, dann dieses Muffinman, was mich ein bisschen wieder runtergeholt hat und dann war ich natürlich völlig zwiegespalten bei dem dritten. Ich habe schon vorher gesagt, zu meiner, hoffentlich ist das was man, ich bin jetzt hier so, ne, ich bin jetzt hier so von dem Milkman so verwöhnt und das war echt schwer. Mittlerweile habe ich es mir ja, haben meine Geschmackssynapsen ja alles aufgefangen. Ich habe den Geschmack jetzt voll drinne. Und Freunde, das zieht gleich mit Milkman. Das ist so unglaublich lecker, weil diese Mischung hier ist alles so untypisch Amerika. So dezent gleichbleibend gut. Und dann wieder diese einzelnen Geschmacksnuancen, du hast sie alle auf dem Gaumen, auf der Zunge, es ist die ganze Zeit präsent und das Ganze ist gleichzeitig auch dann eine Komposition, eine Gesamtkomposition und dann auch noch unterschiedliche Power, unterschiedliche Temperatur, unterschiedliches Herauskristallisieren einzelner Komponenten.
griechischer Joghurt, Blaubeere, Zeralien. Klar, 80 VG, 20 PG, Dampfentwicklung, da rede ich gar nicht mehr drüber. Das ist einfach der Hammer. Da kann ich mich auch nur wiederholen, wenn ihr sowas dampft, einen Dripper, einen Buttonfeeder oder einen Verdampfer, wo ihr euch sicher seid, dass der das Fieden schafft, weil sonst habt ihr keinen Spaß daran. Oder ihr legt das, dieses Fläschchen 2 Minuten in warmes Wasser, etwas heiß, etwas wärmeres Wasser, damit das Liquid dünn wird, dann könnt ihr es auch gleich dampfen. Ich höre jetzt auch auf. Ich kann das nicht einfach. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt weiter rede, die ganze Zeit einfach immer nur toll, super, klasse sagen, weil das überkommt mich sehr. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle, dezente, originale Blaubeere, die aber abgerundet ist. Ja? Also sie hat nicht diese säureartige Geschmacksknospen, sondern eine abgerundete Fruchtkomposition, die sich ständig mit dem Joghurt und den Zeralien sozusagen abwechselt und vermischt. Und immer ist irgendwas im Vordergrund, je nachdem, welche Geschmacksregion du in deinem Mund gerade befeuerst. Und es ist die ganze Zeit einfach nur ein Traum. Selbst hier ohne Nikotin ein Traum. Ich bin mir aber sicher, in 3 Milligramm oder 6 Milligramm kommt hier nochmal ein Flash obendrauf. Der Throw-Hit bringt dir ja in deinem Gesamtempfinden auch nochmal etwas. Wenn du natürlich jemand bist, der gar kein Nikotin mehr braucht, auch gut, dampf weiter ohne Nikotin, umso besser für die Gesundheit. Aber ansonsten gehört für mich dazu irgendwo. Wirklich spitzenmäßig. Ich freue mich drauf, dass ich nur ungefähr 4 Milliliter davon habe. Dann sind 15 Milliliter weg und das in nicht mal 2 Tagen bei mir. Das ist schon hardcore. Liegt wahrscheinlich an keinem Nikotin, aber ihr müsst dran denken, ich dampfe ja mein Old Day Vape auch. Ja? Auf der Arbeit ist es ein kleines Problem. Man sieht mich nicht mehr im Büro, wenn ich loslege. Ich musste auch jetzt schon 2-mal das Fenster aufmachen, weil mein Geschäftsführer sagte, Herr Sommer, sind Sie da oder sind Sie zu Hause? Ja, wenn du so einen Spruch kriegst auf der Arbeit, dann solltest du überlegen, du dampfst zu viel. Ne? Zum Glück habe ich da einen recht coolen Chef. Freunde und Freundinnen, das war's. One Hit Wonder, The Rocket Man, absolute Kaufempfehlung von mir. Also eigentlich alle 3 Sorten, die ich jetzt vorgestellt habe. Milkman ist ganz oben, Rocket Man folgt und Muffin Man, wer es denn mag, bestimmt auch ein Burner. Es ist ganz gut. Jetzt wollen wir mal von euch hören, welches dieser Sorten habt ihr schon probiert? Und welches dieser Sorten von One Hit Wonder schmeckt euch denn besonders gut? Ihr müsst ein Abo bei mir haben, gebt mir einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und ich hau noch eine Flasche Scavanz Liquid oben drauf. Die kriegt Sieger 1, Sieger 2 kriegt 4 Liquid, nein, 3 Liquids und Sieger 3 kriegt 2 Liquids. Unter euch dreien können wir nochmal 5 Flaschen, die angebrochen sind, aufteilen. Das ist das neue Gewinnspiel. Nein, das neue Geschenkspiel. Geschenkspiel. Nicht Gewinnspiel, Geschenkspiel. Kurze Info noch, damit ihr Bescheid wisst. Meine Freundin sagte mir, schlag den von Decadent Vape doch vor, dass du es wieder zurückschickst. Ja? Können sie ja testen. Weil mir ist schon ein bisschen komisch. Die sind ja alle auf. Ich habe jetzt
Creme Anglais probiert und Straverino. Die schmecken beide auch. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass da was mit ist. Aber immer wenn ich es dampfe, spielt sich was in meiner Birne ab und das tut mir nicht gut. Ich schicke also die anderen 8 Flaschen alle wieder zurück nach England. Ich habe mit denen gesprochen. Die werden es testen. Keine Ahnung, ob ich wieder Neues zurückkriege oder nicht. Ist mir ehrlich gesagt aber auch egal. Geht um die Gesundheit und ich rate euch allen, wenn euch sowas passiert, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Ansonsten bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zusehen und für den ganzen Support, den ihr mir gebt. Und das Wichtigste aber, web safe und web on. Bye bye.